Herr Alterspräsident, lassen Sie mich zunächst Dank aussprechen für Ihre eindrucksvolle und ausgewogene Rede zu Beginn dieser Sitzung, die so ausgewogen und eindrucksvoll war, dass teilweise nur Applaus der AfD zu vernehmen war. Vielen Dank nochmal dafür, dass Sie uns zu Augen geführt haben, wo die Herausforderungen in der Zukunft liegen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns kurz über die rechtliche Flankierung des vor uns gemeinsam liegenden Lebensabschnittes in den nächsten 4 Jahren, also die 20. Wahlperiode, reden. Das Regelwerk, über das ja schon hier gesprochen wurde, ist unter anderem die Geschäftsordnung, die sich jetzt zwar im Großen und Ganzen ganz nett liest, gleichwohl aber in der vergangenen Wahlperiode von Ihnen zur Bekämpfung der Opposition, und damit meine ich die AfD, die einzige Opposition, denn Sie alle regieren ja irgendwo mit, missbraucht wurde. Sei es der Sündenfall zum Alterspräsidenten, Bernd Baumann hatte darauf angesprochen, sei es die unparlamentarische Verhinderung des Bundestagsvizepräsidenten, damit können Sie heute Schluss machen und mal wieder zu richtigen Parlamentariern werden, seien es durchgepeitschte Gesetze im Rahmen der Parteienfinanzierungen, seien es fragwürdige Omnibusgesetze, die völlig Verschiedenes vermischen, nämlich Fluthilfe beispielsweise mit Corona-Maßnahmen. Es gibt viel zu tun, viel zu regeln, viel zu ändern an der Geschäftsordnung. Das haben meine Vorredner ja ausgeführt. Meine Damen und Herren, wir sind ja heute in der beginnenden 20. Wahlperiode in der konstituierenden Sitzung, weshalb wir uns auf 2 wichtige und wesentliche Dinge beschränken wollen. Zum einen, und das ist die Mehrheitsmeinung im deutschen Volke, geht es um die Lesbarkeit von Drucksachen durch Verzicht auf die sogenannte Gendersprache. Die deutliche Mehrheit unserer Bürger, ungefähr 2 Drittel, lehnt den Orwellschen Sprachunsinn ab. Ganz unabhängig davon, um wen es sich handelt. Männer und Frauen lehnen das ab. Sie wollen keine Sternchen, sie wollen keine Binnen-Is, sie wollen keine Doppelpunkte, sie wollen keine Schräg- und keine Unterstriche und sie wollen keine künstlichen Stotterpausen. Also sie können was für unser Volk, für die Mehrheit des Volkes tun. Handeln wir im Sinne der großen Mehrheit unserer Bürger, handeln Sie im Sinne der großen Mehrheit unserer Bürger und lassen wir einen solchen Quatsch im Deutschen Bundestag einfach in Zukunft sein. Frau Hasselmann, Sie können natürlich gendern und stottern, wie Sie wollen, zu Hause, in Ihren Fraktionssitzungen, auf Ihren Parteitagen. Aber im Deutschen Bundestag sollte Vernunft walten. Dazu dient unser erster Antrag. Meine Damen und Herren, der zweite Antrag steht ganz einfach unter dem Motto mehr Demokratie wagen. Und das war nicht nur ein Anliegen von Willy Brandt. Das ist auch ein Anliegen der AfD seit Bestehen der AfD. Mehr Demokratie wagen im Großen, beispielsweise durch Volksabstimmungen und Volksbegehren, mehr Demokratie wagen, aber auch im Kleinen, im Rahmen der Geschäftsordnung, die gänzlich weltfremd vorschreibt, dass allein für den Wahlvorschlag zum Bundeskanzler, und Frau Hasselmann, da haben Sie unseren Antrag wohl nicht begriffen. Also entweder haben Sie ihn selbst nicht gelesen oder sich falsch erklären lassen. Aber es geht nicht darum, dass wir das Quorum absenken wollen für die Wahl des Bundeskanzlers, sondern es geht schlicht und ergreifend um den Wahlvorschlag. Also Sie haben einfach am Thema vorbeigeredet, wie wir das von Ihnen kennen, Frau Hasselmann. Aber die besten Auslese schlägt ja offenbar bei den Grünen, auch bei den parlamentarischen Geschäftsführern nicht durch. Bei der AfD ist das anders. Also, die Geschäftsordnung schreibt eigentlich völlig weltfremd vor, dass man für den Vorschlag zur Wahl eines Bundeskanzlers 25% der Mitglieder des Deutschen Bundestags, also knapp 190, braucht. Alleine, um kandidieren zu dürfen, brauche ich diese Mehrheit, die sich offenbart. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Geheimheit der Wahl. Und wenn wir in diesen bunten Bundestag hereinschauen, bringt nur eine einzige Partei es alleine zustande, 25% für den Wahlvorschlag zusammenzubekommen, das wäre die SPD. Eine andere Fraktion schafft es auch noch durch eine, sagen wir mal, seltsame Auslegung der Geschäftsordnung, durch eine komische Konstellation, dass sich 2 Parteien zusammenschließen, 2 Parteien, die krachend verloren haben bei der Bundestagswahl, die CDU bundesweit bei knapp 19%, das muss man mal wissen, die CSU gerade mal bei 5,2%, gerade mal die 5%-Hürde übersprungen, die CSU hat gerade mal 0,3% mehr als die Linken. Das muss man mal wissen, was in Deutschland los ist. Meine Damen und Herren, also Demokratie verlangt danach, dass natürlich ein Wahlvorschlag gemacht werden kann, von einem relativ geringen Quorum ausgehend. Deshalb schlagen wir vor, jede Fraktion hat das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen zur Wahl des Bundeskanzlers. Und dann, Frau Hasselmann, ich erkläre Ihnen das gerne noch mal, kommt natürlich darauf an, dass man die Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag
erreicht. Das, was Herr Müller und Herr Buschmann hier gesagt haben, das ist vom Bereich der Verschwörungstheorien wirklich nicht weit entfernt. Und von Unkenntnis auch, Herr Müller, nicht die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben das so eingeführt, sondern die Väter und Mütter der Geschäftsordnung. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben dazu gar nichts geregelt. Deshalb unsere dringende Bitte, meine Damen und Herren, ganz im Sinne der Bürger unseres Landes, verzichten wir auf die Gendersprache und werden wir ganz im Sinne von Willy Brandt etwas demokratischer dadurch, dass wir die Formalien zum Vorschlag zum Kandidaten eines Bundeskanzlers etwas absenken. Werden Sie demokratischer, folgen Sie der AfD, stimmen Sie unseren Anträgen zu. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Jan Korte, Die Linke.